Hallo zusammen, schön, dass ihr reinschaut. Ich bin Michael und heute gibt es von mir ein Video zum Erstellen von Panoramas mit der DJI Mavic Mini. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit der Mavic Mini ein Panoramabild erstellen könnt. Ihr wisst sicherlich, dass die Drohne selbst keine Funktion für die Panoramabilder hat. Das Ganze lässt sich aber ganz einfach nachstellen. Dazu gehen wir erstmal nach draußen und nehmen die Bilder auf. Zuerst müsst ihr die Mavic Mini für eure Bilder in Position bringen. Schaltet die Mini am besten in den Cine Smooth Modus, damit ihr sie genauer positionieren könnt. In den erweiterten Aufnahmeeinstellungen solltet ihr dann den Weißabgleich auf einen passenden manuellen Wert festlegen. Ihr könnt dann noch alle Gitterlinien anwählen, dies macht die Bestimmung der Bildausschnitte einfacher. Unter Steuerung erweiterte Gimbal-Einstellungen könnt ihr die Gimbal-Rotation aufwärts erlauben, um euer Objekt passend im Bild ausrichten zu können. Legt dann die Belichtung auf einen festen Wert. Ich habe mich für meine Bilder auf -0,3 Blenden entschieden. Sperrt das Ganze dann mit einem Druck auf den AE-Button im Display. So könnt ihr sicherstellen, dass alle eure Bilder gleichmäßig belichtet sind. Jetzt könnt ihr mit der Aufnahme der einzelnen Bilder beginnen. Ihr solltet dabei die optische Verkrümmung der Linse beachten und deshalb die Ausschnitte nicht zu groß wählen. Wenn ihr alle Bilder auf die Speicherkarte gebracht habt, könnt ihr die Mini wieder landen. Ab jetzt geht's am PC weiter. Nachdem ihr die Bilder auf den PC kopiert habt, könnt ihr diese nun in Adobe Lightroom importieren. Markiert danach alle Bilder, welche ihr gern für das Panorama benutzen möchtet. Macht einen Rechtsklick, Zusammenfügen von Fotos, Panorama. Es werden euch nun verschiedene Optionen angeboten. Ihr könnt auswählen zwischen kugelförmig oder zylindrisch. Bei zylindrisch wird das Bild etwas weiter auseinandergezogen. Es kommt zu einem leichten zylindrischen Effekt, den könnt ihr aber nachher in der Bildbearbeitung beheben. Probieren wir das Ganze mit kugelförmig, gehen auf Zusammenfügen. Das Panorama wird erstellt. Danach könnt ihr es öffnen. Und wie ihr hier jetzt schon seht, gibt es hier einen leichten Bildfehler. Ich erstelle dann meistens einfach nochmal ein zweites Panorama. Mit der zylindrischen Projektion. Ich behebe ja die Randverkrümmung, sodass die Ränder komplett ausgebildet sind. Wie ihr seht, mit der zylindrischen Projektion gibt es keine Fehler. Ihr seht einen leichten Effekt im Bild, eine leichte Wölbung. Diese lässt sich zum Beispiel sehr einfach beheben, indem ihr unter Entwickeln auf Objektivkorrekturen geht und hier eine Profilkorrektur aktiviert. Leider gibt es keine DJI Mini. Ich habe die besten Ergebnisse mit der Inspire-Korrektur erreicht. Wie ihr seht, wird das Bild schon sehr gut korrigiert. Ihr könnt in Lightroom nun noch leichte Verbesserungen an den Glanzlichtern, den Schatten, den Mitteltönen vornehmen. Eventuell könnt ihr das Ganze auch noch etwas entrauschen. Lightroom hat beim Import und beim Zusammenstellen der Bilder schon leichte Korrekturen vorgenommen. Vielleicht noch etwas den Dunst entfernen. Ansonsten ist das Bild für meine Ansprüche jetzt in Ordnung. Das Bild könnt ihr dann noch in Photoshop importieren, um kleinere Verbesserungen vorzunehmen. Erstellt dazu am besten eine Kopie der Ebene, welche ihr bearbeiten möchtet, damit ihr immer in die Ausgangsbasis zurückgehen könnt. Jetzt könnt ihr noch leichte Verbesserungen vornehmen. Zum Beispiel könnt ihr hier die Menschen, welche auf dem Weg laufen, entfernen. Dies könnt ihr zum Beispiel mit dem Kopierpinsel vornehmen.
Danach müsst ihr das Bild nur noch abspeichern und fertig ist euer Panorama. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich konnte euch etwas helfen. Falls ihr Fragen habt, schreibt die doch einfach in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao!